Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Asam Beauty Pflege-Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, auch dieses Jahr hat Asam Beauty wieder zwei verschiedene Adventskalender auf dem Markt. Zum einen den Make-up-Adventskalender, den ich ja schon mit euch zusammen ausgepackt habe, und auch den Pflege-Adventskalender. Beide werden für 59,99 angeboten. Ich setze euch auch mal wieder einen Link in die Infobox, damit könnt ihr mich wirklich supporten, weil ich mittlerweile in diesem Netzwerk von Asam Beauty mit drin bin. Den habe ich mir aber tatsächlich selber gekauft und ja, bin sehr gespannt, den jetzt mit euch zusammen zu öffnen. Wir sehen, dass wir einen rot-goldenen, wirklich wunderschönen Adventskalender haben, der schön in die Weihnachtszeit farblich passt. Hinten haben wir auch einen Ständer dran, um das Ganze hinzustellen. Und ja, nicht lang schnacken, Kläppchen aufknacken. Los geht's. Make a Wish mit der Nummer 1. Da würde ich mir doch gerne wünschen, dass es irgendwann vielleicht mal wieder regnet. Das wäre mal gar nicht so verkehrt, ne? Es ist richtig trocken draußen. Nee, hier habe ich was für die Haare und das hatte ich auch schon mal von Ahuhu. Das ist ein Thickening Koffein Shampoo und da haben wir halt, ja, Koffein drin, 75 Milliliter. Eine schöne Größe, eine schöne Geschichte. Ich habe das aktuell in Anwendung mit Arganöl, glaube ich. Aber das mit Koffein hatte ich auch schon mal und ich mag einfach diesen Kaffeeduft. 187 Euro Warenwert sollen übrigens hier drin sein. Ich rechne euch das so ein bisschen aus und guck mal, ob ich darauf komme. Mal schauen. Oh, All I Want for Christmas is You and New Skincare in der Nummer 2. Hui, das ist ein kleines Typchen. Retinol und zwar ein Augenbalm. Das ist schön. 7 Milliliter haben wir hier drin. Ja, jetzt in der Schwangerschaft kann ich es nicht verwenden, aber sobald ich abgestillt habe und so, darf ich es wieder verwenden. Das heißt so nächstes Jahr im Sommer vielleicht. Mal gucken. Weil Retinol darf ich halt gerade nicht. Aber Retinol ist ein ganz, 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 ganz toller Wirkstoff gegen den Hautalterungsprozess. Die Nummer 3 ist natürlich auch mit dabei und die möchte uns gar nichts erzählen. Hier haben wir ein Tübchen drin aus der Aqua Intense Serie, ein Hyaluron-Serum mit 20 Millilitern. Hyaluron gibt Feuchtigkeit, das ist ja so der Wirkstoff, den man halt auch so super lange schon kennt, ne? Also quasi ein alter Bekannter für uns alle und ein Serum kann man immer gut gebrauchen. Hier haben wir die Nummer 4, Love the Skin You Are In. Es ist nicht immer leicht, die Haut zu lieben, in der man sich befindet. Das stimmt tatsächlich. Aber es ist süß, wenn der Adventskalender einen am 4. Dezember daran erinnert. Eine Night Therapy Mask. Das ist ein Doppelsachet mit Mangobutter und Moringaöl mit Ceramid Repair Formel. Da bin ich gespannt drauf. Die muss ich mal ausprobieren. Ist eine Crememaske und die kenne ich noch gar nicht von dem Asam. Schön. Am Tag vor Nikolaus, am 5. Dezember, haben wir was Schweres drin. Vielleicht auch wieder ein Haarprodukt. Nö. Wow. Cool. Retinol Intense Handcreme 75 Milliliter. Nein, das finde ich echt klasse, weil gerade so Hände, Hals, ne, Füße, das sind so die Partien, die wir super gerne einfach mal vollkommen vergessen, wenn es um die Anti-Aging-Pflege geht. Und da erinnert uns diese Handcreme dran. Nö, das finde ich schön. Und so eine große Pflegegröße auch noch, ne? Nicht schlecht, Herr Specht. Nikolaus. Die Nummer 6 habe ich hier. Da steht jetzt, glaube ich, nichts drauf. Nö, muss auch nichts draufstehen. Ist Nikolaus. Ach, wie schön. Also es gibt ja manche, die sagen, Mensch, es ist blöd, dass halt im Asam gesagt hat, wir machen einen reinen Pflege-Adventskalender und einen reinen Make-up-Adventskalender. Jetzt am 6. Dezember haben sie sich dann aber überlegt, komm, wir machen so eine kleine Geschichte, um das Ganze zu verbinden. Denn hier haben wir das Magic Finish drin mit 20 Millilitern. Auch das ist eine Special Edition. Also wir sehen es ja anhand des Deckels, ne? Und ja, finde ich total super, denn irgendwie gehört meiner Meinung nach auch die Foundation, der Primer, ne? Also diese cremigen Texturen, die man sich halt erstmal aufs Gesicht gibt, ein Stück weit zur generellen Pflege auch mit dazu. Ich finde es cool. Also nicht jeder mag die Textur davon. Ich persönlich struggle da manchmal ein bisschen mit. Da muss ich noch den richtigen Primer finden, mit dem das funktionieren wird, mit meiner sehr trockenen Haut. Aber es ist cool, oder? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Have Yourself a Merry Little Christmas steht auf der Nummer 7 und die ist auch wieder sehr schwer. Also ich meine, mich zu erinnern, dass wir letztes und vorletztes Jahr recht viele kleine Größen drin hatten und dass mich das ein bisschen geärgert hat. Hier habe ich jetzt
richtig cool von Vino Gold. Nicht unbedingt meine Lieblingsreihe, aber richtig cool ist, dass es eine Fußcreme ist mit 75 Millilitern. Denn ich verwende jeden Abend eine Fußcreme und meine Füße, ganz ehrlich, die danken es mir halt einfach. Ne? Ich merke es und es tut mir einfach gut, es tut meinen Füßen gut. Ich feiere, dass ich das Produkt hier drin habe und das wird auch in Anwendung kommen. Aus verschiedensten Gründen darf die Nummer 8 machen, dass es kracht, denn es ist nicht nur ein schöner Reim, sondern auch Sammys Geburtstag. Und hier haben wir was Eingepacktes. Oh, Arganöl für gesundes, glänzendes Haar. Das ist schön. Von Ahuhu 10 Milliliter. Ohne Flachs, Leute. Ich habe heute sehr, sehr trockene Haare. Das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Ne? Das sieht natürlich richtig schön puffig und voluminös dann hier aus. Aber ich merke einfach, wie trocken sich das anfühlt. Ne? Und da habe ich nämlich eben überlegt, machst du dir vorher noch irgendwie ein Haaröl oder so rein? Das hätte mir auf jeden Fall geholfen. Finde ich schön. Kann ich jetzt ja eben mal reinmachen. Sieht natürlich jetzt dann relativ strähnig aus, weil ich ein bisschen viel Öl genommen habe. Aber guckt euch mal den Unterschied an, Leute. Ich finde, das sieht viel gesünder aus, oder? Worüber dürfen wir uns jetzt in der Nummer 9 freuen? Eine Maske habe ich hier wieder drin. Watermelon Glow Mask. Wie schön ist das bitte mit Wassermelonenextrakt? Die habe ich auch noch nicht ausprobiert. Nee, finde ich klasse. Die wird auch in Anwendung genommen. Schöne Geschichte. Ich liebe Wassermelone. Ich mag Glow. Läuft. In der Nummer 10 wird es unbeschriftet weitergehen. Naja, wir schauen mal rein, was hier drin ist. Auch von der Resveratrol-Reihe. Ein Essence of Youth Serum, also ein Jungbrunnen befindet sich hier drin. 20 Milliliter sind das und das ist quasi auch so zu sehen wie ein Serum. Oder wenn man halt wirklich nach dieser ganzen koreanischen Kosmetik geht, ist es im Prinzip eine Vorstufe von einem Serum, wenn es eine Essenz ist. Ne? Wenn man halt diese jeweiligen Konsistenzen betrachtet. Aber ich glaube nicht, dass das hier so super flüssig ist. Müssen wir mal schauen. Ist auch auf jeden Fall wieder so eine Anti-Aging-Geschichte. Also dieser Adventskalender ist tatsächlich dann eher was für die ab 20, würde ich sagen. Ab 21 fangen die Zellen an abzubauen, ne? Genau. Keep your heart warm and your skincare cool. Mit der Nummer 11, die erste Schnapszahl. Okay, irgendwas, was ich cool halten soll. Magic Care Super Lift Neck Cream. Schön, das ist für Hals. 20 Milliliter sind hier drin. Sowas mag ich gerne. Morgens und abends kannst du es auftragen, wenn du möchtest. Ne? Auf die gereinigte Partie nehme ich auf jeden Fall jetzt in Anwendung. Halbzeit, die Nummer 12. Ein Tool Smooth Roller. Aha, das sieht interessant aus. Piep, piep. Ich mag theoretisch solche Massageroller total gerne, habe aber schon einige, die ich jetzt in Anwendung habe. Und wenn dann einer, also es dauert ewig und 3 Tage, bis man Ersatz braucht. Ne? Das hier ist jetzt hier einer mit einer Metallrolle vorne dran und das ist dann sehr kühlend. Ne? Gerade wenn du das irgendwie in den Kühlschrank packst oder so, ist das richtig schön geeignet für die untere Augenpartie, damit du so ein bisschen wacher gemacht wirst. Das ist schön und der ist echt schwer, muss man sagen. Eine schöne Halbzeit. Halbzeit finde ich auch immer wichtig, ne? Weil es so ein bisschen so diesen Mittelpunkt vom Adventskalender ausmacht. Mal schauen, was in der 13 steckt. Baby, it's cold outside steht hier drauf. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich, dass am 13. Dezember Schnee liegt oder so. Ist hier jetzt gerade echt nicht dran zu denken bei 30 Grad. Self-Tanning Drops. 10 Milliliter haben wir hier drin. Ich hatte die schon mal angewendet. Da muss ich euch ehrlich sagen, dass die mir leider nicht so gut gefallen haben. Also da habe ich andere Selbstbräunertropfen gehabt. Von der Idee her ist es super, super cool, weil du kannst es in deine reguläre Gesichtscreme mit reinmischen, so 1 bis 3 Tropfen. Oder, auch so ein kleiner Pro-Tipp von mir, in deine Bodylotion, dass du halt so schön leicht gebräunte Beine hast. Das hier hat bei mir leider nicht so ein schönes Ergebnis gemacht wie bei dem Selbstbräuner Booster von Beauty Mates, bin ich ehrlich. Aber trotzdem ist das ein schönes Produkt. Ne? Also ich weiß, dass einige das richtig gerne mögen. Ich halt nicht so gerne. Believe in the Magic of Christmas steht auf der Nummer 14. Also wir sollen an die Magie von Weihnachten denken. Und das können wir, das dürfen und können wir mit Vino Lift Volume Lip Cream mit 15 Millilitern. Und das ist mal eine große Tube, Leute. Das kann ich nicht anders sagen. Es ist wirklich riesig für eine Lippenpflege. Und das ist halt gemacht für diese wundervollen Fältchen, die wir hier oben über der Lippe bekommen. Nennen sich Plissé-Fältchen, steht hier drauf. Und ja, ich mache das ganz gerne, dass wenn ich meine Augencreme verwende, dass ich dann quasi mit den Fingern, wo ja noch ein bisschen Creme dran ist, noch so ein bisschen über meine Lippe oben und unten so drüber gehe, um halt diese Fältchenbildung zu vermeiden. Aber auch das hier kann gut wirken. Schön. Auch wieder ein offensichtlich schweres Produkt haben wir jetzt in der 15.
Ja, natürlich, der Körper, der möchte auch Liebe bekommen. Bath and Body Fruity Tropical Fruits Duschgel 100 ml ist jetzt nicht so unbedingt die Duftrichtung, die ich in einem Adventskalender haben wollen würde, wenn ich ehrlich bin. Aber trotzdem riecht das richtig gut. Ich habe nämlich eben schon gedacht, als ich mit der Nase an den Adventskalender gekommen bin, oh, was riecht hier so gut? Ist hier irgendwo ein Parfüm von mir ausgelaufen? Nee, das ist das Duschgel. Mag ich richtig gerne leiden, ne? Das riecht sehr fruchtig, süß. Give your skin a little love in der Nummer 16. Nicht nur ein bisschen, Leute. Man sollte seiner Haut grundsätzlich richtig viel Liebe geben. Finde ich auch einfach sehr angenehm. Das ist so charmant. Hier ist so ein Pöttchen drin, was ich nicht rauskriege. Jemand fleißig im Einpacken. Und zwar habe ich hier die Collagen Lift Nachtsorbet Creme. 20 ml. Oh, schön. Eine Nachtcreme. Wir haben ja schon. Haben wir schon eine Tagescreme? Nee, das ist für das Dekolleté. Nee, haben wir noch nicht. Dann kommt das wohl noch, ne? Jo, genau. Aber wir haben schon mal eine Nachtcreme. Filters are great, but skincare is better. Naja, in der Nummer 17, eine Woche vor Weihnachten. Ich finde Filter ehrlich gesagt gar nicht so toll, weil die halt die Realität total verfälschen. Natürlich machen das auch die Lichter um mich herum, aber ich persönlich bin eher ein Fan von der Realität. Ahoho Keratin Rebuild Hair Serum mit Phytokeratin. 30 ml sind hier drin. Und sowas ist etwas, was man dann wahrscheinlich nach dem Haare waschen nimmt. Also eine kleine Menge auf das feuchte oder trockene Haar in Längen und Spitzen geben. Ja, genau, das würde ich nach der Haarwäsche einfach verwenden. Also ab Ohrläppchen nach unten geht. Die Nummer 18 begrüßt uns in der Weihnachtswoche und da ist irgendwas Kleines drin. Ja, natürlich, Ampullen, Leute. Läuft. Hydrating Rose Quartz Ampullen. 2x2 ml sind hier drin und ich mag die M-Asam-Ampullen gerne. Ich hatte mal so eine ganze Batterie an diesen Resveratrol-Geschichten. Da waren, glaube ich, 14 Stück drin und die hatten wir direkt zweimal hintereinander in Beauty-Boxen. Also da habe ich richtig lange was von gehabt und die waren total klasse. Und ja, Rosenquarz ist auch immer eine schöne Geschichte. Das soll ja auch so hautberuhigend sein und so, ne? Bin ich mal gespannt. Self-Care starts with Skincare. Selbstverständlich. Die Nummer 19 und hier ist bestimmt eine Maske drin. So leicht, wie sich das anfühlt und so wenig, wie es hier drin rappelt. Ja, hier haben wir die klärende Kombucha-Maske mit weißer Tonerde. Ja, das ist natürlich auch schön zur Hautbildverfeinerung. Vielleicht hat man dann in der Vorweihnachtszeit den einen oder anderen Nikolaus zu viel, Schoko-Nikolaus zu viel vernascht und dementsprechend dann eine leicht unreine Haut. Da kommt das auf jeden Fall dann ganz gut. Und es ist nicht nur, ja, dann für die Klärung ganz gut, sondern auch einfach mal für so einen kleinen Spa-Moment. Traubenpolyphenole schützen die Haut vor freien Radikalen. Ich finde es immer ganz verrückt, wenn sowas draufsteht. Das ist für mich immer nicht so ganz, dass ich das nach. Also ich raff nicht, was freie Radikale bedeuten sollen. Aber hey, ne? Finde ich gut. Light up your heart im 20er-Bereich. Ja, da geht es ja auch steil auf Weihnachten zu und dann soll man das Herz natürlich öffnen. Und Liebe und so ist immer wichtig. Das kann ich jetzt leider nicht. Doch, nee, kann ich nicht verwenden. Aber ich wusste gar nicht, dass im Asam sowas hat. Bath and Body Aromatic Soft Vanilla, ein Badezucker mit 40 Gramm. Das finde ich sehr charmant und das ist auch richtig klasse, dass man einfach was für die Badewanne dabei hat. Ich rieche nichts raus. Wäre aber bestimmt voll mein Duft und man könnte es natürlich auch zweckentfremden und dann nur einen Teil davon in ein Fußbad oder so geben, wenn man so von draußen vom Schneeschippen wieder reinkommt und Eiszapfen an den Füßen hat. Ein schönes Fußbad, fertig ist die Laube, wenn man keine Badewanne hat. Memories and Magic is what Christmas is all about am 21. Dezember. Ja, also ich glaube, oder ja, ich gehe sehr stark davon aus, dass dieses Weihnachten meinem Freund und mir sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben wird, weil das das erste Weihnachten ist, was wir dann ja mit unserem kleinen Baby verbringen werden. Magic Care Perfect Eye Serum, ein Augenserum mit 7 ml. Ich denke auch, dass wenn man am 2. Dezember eine Augencreme drin hatte, dass die bis zum, was ist das hier, 21. Dezember leer ist. Dementsprechend macht es Sinn, dass hier noch eine zweite mit drin ist. Bring glowing skin home for the holidays. 22. Da bin ich immer gespannt. Also, man soll sich ganz besonders glowy für Weihnachten machen, also für Heiligabend. Vitamin C Intense. 10% Vitamin C Serum, 20 ml. Auch hier wieder die Devise. Wir hatten ja schon mal ein Serum drin bis zum
22. Dezember bis zur zweiten Schnapszahl. Es ist bestimmt leer. Ich habe die Vitamin C-Reihe von dem Asam auch schon ausprobiert und bei mir hat es leider nicht so gut funktioniert. Dementsprechend wird das auch nicht bei mir bleiben. Aber ich weiß, dass viele Vitamin C super toll finden, weil das auch so eine aufhellende Wirkung hat und auch so eine rötungsminimierende Wirkung. Ne? Das ist bei mir jetzt halt nicht gegeben, dass ich das brauchen würde. Deswegen ist es dann wahrscheinlich so gewesen, dass diese hohe Konzentration bei mir nicht so gut funktioniert hat. Ich bin immer gespannt, was die Adventskalenderpacker sich dabei denken, was man am Tag vor Heiligabend machen sollte. Also meistens ist es ja so, dass man irgendwie super viel Stress hat. Und hier soll man einfach nochmal seine Haare waschen. Ja, macht Sinn. Mit einem Paradise Length Rice Milk Conditioner, eine Repair-Pflege für langes Haar mit Paradiesnussöl und Reismilch. Ja, vielen Dank, finde ich klasse. 75 Milliliter, das kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen, gut verwenden. Und das werde ich auch ausprobieren. Ich weiß, dass viele auf die Haarpflege von Ahuhu auch schwören. Riecht auch wirklich sehr angenehm. Und da wir ja schon in der Nummer 1 auch ein Shampoo drin hatten, ist es ganz cool, dass wir hier jetzt auch endlich mal einen Conditioner finden. Beautiful Skin is always in am 24. Dezember. Das ist Heiligabend. Da wir noch keine wirkliche Tagescreme hier drin hatten, oder? Gehe ich jetzt davon aus, dass wir hier eine schöne Tagescreme drin haben werden. Gucken wir mal rein und schauen, was wir hier drin haben. Natürlich, finde ich auch schön. Die gut eingepackt, Leute. Aqua Intense Supreme Hyaluron Cream, 20 Milliliter sind hier drin enthalten und das ist eine schöne feuchtigkeitsspendende Creme, die man am Tag verwenden kann. Das ist doch mal nice. Ich hätte jetzt vielleicht eher damit gerechnet, dass wir dann in der 24 irgendwas Pompöseres drin haben. Da hätte ich vielleicht dann das genommen, was wir in der 6 hatten, ne, das Magic Finish. Da es aber ein Pflege-Adventskalender ist, passt es eigentlich ganz gut, dass wir da dann tatsächlich auch ein Pflegeprodukt drin haben, also ein reines Pflegeprodukt. Hier haben wir nun den Asam Beauty Adventskalender Pflege Edition, was? Also wir haben meiner Meinung nach hier eine schöne Auswahl, weil wir tatsächlich alles irgendwie so drin haben, was man erwarten würde. Das Einzige, wo ich sage, das hätte man vielleicht noch mit reinpacken können, wäre eine Bodylotion gewesen, anstatt von einem Augenprodukt zum Beispiel, weil da haben wir ja zwei drin, glaube ich, ne? Ein, zwei, genau. Oder anstatt von einem Serum, aber ich glaube, das ist halt absolute Geschmackssache, denn an und für sich ist der Adventskalender richtig gut befüllt. Ich würde mich darüber freuen, wenn ich den auspacken würde im Advent und da jeden Tag einfach, also wenn ich eine Pflegemaus wäre, die halt richtig Bock darauf hat, ne? Und ja, also ich würde es feiern. Da ich jedoch eine Make-up-Maus bin, beziehungsweise bei Adventskalendern mehr so auf Make-up abfahre, ist mein Favorit von den beiden Adventskalendern der Make-up-Adventskalender. Muss ich gestehen, bin ich ehrlich. Aber trotzdem werde ich die Produkte, die hier drin enthalten waren, weitestgehend verhalten. Nein, ich werde sie behalten und verwenden und euch dann im Aufgebraucht-Video auch davon berichten, wie sie mir gefallen haben. Und ja, bin auch sehr gespannt, wie ihr so den Adventskalender findet, ob ihr ihn euch holen möchtet, was eure Meinung dazu ist und so. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Ja, und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach, ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!